irgendwie Schluss zu finden, weil wir würden jetzt nur 5 Stunden Spanne sprechen. Was ist es Ja, denn, die Welt. deine Mission ist? Deine Mission, sagen wir so, deine Vision und deine Mission. Was möchtest du mit deiner Arbeit erreichen? Warum machst du das Ganze? Außer jetzt deiner Familie Abendessen kaufen zu können. Ja, es ist schön und recht, wenn das und das würde ich aber auch woanders hinkriegen, in einem Angestelltenverhältnis, an der Kasse im Aldi. Genau. Ja, es ist, ich habe zwei Leidenschaften zu tun. Das ist jetzt aus meinem Leben, habe ich immer aus Krisen gelernt. Und das, was ich bin, die Summe dessen, ist das, was ich aus den Krisen gemacht habe. Und das geht uns allen so. Und da möchte ich Unternehmen etwas mitgeben, dass sie auch diese Möglichkeit haben, aus ihren Krisen herauszuwachsen. Weil dort Leidenschaft reingesteckt wird, Lebenszeit, und das kommt jetzt zum nächsten Punkt. Leidenschaft, Lebenszeit ist auch wichtig. Wir verbringen 8 Stunden, 10 Stunden pro Tag im Büro. 8 Stunden schlafen wir, was auch so wäre, das heißt, und den Rest mit Freizeit oder mit anderen besorgen. Das heißt, ein Drittel unseres Alltags, unser Wochenalltag verbringen wir im Büro. Wenn wir dort nicht glücklich sind, wenn wir dort scheitern, dann ist es ja nicht nur existenzielles Scheitern, sondern das tut ja auch im Herzen weh. Das ist ja belastend. Andererseits schöpfen wir auch viel raus. Wenn wir Erfolg im Beruf haben, dann gehen wir auch in die Familie ganz anders rein. Man kommt auch ganz anders in das Familiäre. Mir geht es darum, dort auch meinen Beitrag zu leisten, dass es besser wird. Nicht nur einfach mehr Geld zu verdienen, sondern einfach unser Alltag schöner zu machen. Also im Leben einfach sagen können, ja, ich habe Erfolg, wir haben gemeinsam Erfolg und wenn es Krisen gibt, sei es drum, wir schaffen das, wir wachsen aus den Krisen, wenn ich das im Privatleben tue, wachse ich aus den Krisen, so auch in der Arbeit und das alles hängt zusammen. Und wir können nicht nur in einem Bereich glücklich sein, wir können nicht nur in einem Bereich zufrieden sein, sondern es gehört alles zusammen. Ich kann mich jetzt nicht um die Familien kümmern, ich bin kein Familientherapeut, ich kann keine Eheberatung betreiben, aber das ist das, was ich kann und darum konzentriere ich mich darauf, Die Kraft aber dass ich entwickelt, wenn man sie noch nicht braucht. Ich meine, es kann ja sein, dass tatsächlich dein Wirtschaftszweig plötzlich zusammenbricht. Es kann ja sein, dass dein Kind schwer verunfallt und du dadurch komplett angeworfen wirst. Und dann aber den Weg weiterzugehen, richtig. das ist ja die Herausforderung. Aber darum heißt das Buch ja auch Krisenimpfung. Das ist ja vorher mich impfen. Nicht, wenn ich krank bin und dann den Patienten probieren, irgendwie noch zu retten, sondern dass ich vorher skin fit bin. Das heißt ja nicht, dass ich nie in eine Krise gerate. Optimal, dass ich keine Krise gerate oder sich umschiffe. Das heißt auch nicht, dass ich nicht in der Krise auch durchaus mal leide, Stress habe und auch mal weine und verzweifelt bin. Aber ich habe die Mechanismen, in denen ich dann zurückgreifen kann und sagen, okay, so machen wir weiter, so kommen wir da raus und nicht zerbreche an der Krise. Das ist eben Teil der Krisenimpfung. Das im Beruflichen. Wenn ich im Beruflichen solche Probleme habe und daran zerbreche, dann zerbreche ich es auch sehr schnell im Privaten oder die Familie muss sehr viel auffangen. Das heißt, wir trennen ja nicht so ganz knallhart, auch wenn man das immer sagt, man soll die Arbeit im Büro lassen. Als Selbstständiger glaube Das ich, das ist eher Illusion, ja. als Selbstständiger ist es auch ein näherer Anspruch. Wir haben wirklich die Frustration, die er dann vielleicht in der Woche erlebt hat, wo er ein Jahr an einem Projekt gearbeitet hat, das ist gescheitert, kommt er auch nicht nach Hause und sagt, jetzt geht es uns gut. Vielleicht Sondern überabhängig, aber in der Regel und nicht, ja. das ja, das ist das ist so Ziel meiner Arbeit, dass man dadurch auch das Leben irgendwo ein bisschen für einige Menschen besser macht. Und wenn es so den einen oder anderen braucht, Wenn dann wir uns denke ich, ist das hier widersprechen schon. in 1, 2, 3 Jahren, was soll sich dann verändert haben? Was möchtest du erreicht haben? Für Für mich dich persönlich persönlich jetzt? in deinem Leben einerseits, ich meine, du musst dich nicht, ich will nur Kind und eine neue tolle Frau dazu, die hast du ja schon. Meine Frau Nee, sondern will ich einfach, so dass du sagst, okay, wo ändern. will ich dann stehen? Was soll passiert sein? Was soll besser sein, anders sein, dass es mich gibt? Was ich mir wünschen würde, ist, dass möglichst viele Unternehmen, Unternehmer, Selbstständige sich mit den Behavioral Economics, also mit der Verhaltenspsychologie, befasst haben, auseinandergesetzt haben und daraus für sich Erkenntnisse ableiten, die ihr Leben besser machen, sich selber mehr als Menschen verstehen und sich nicht dafür verfluchen, Fehlbarkeit, sondern daraus eben das Beste machen. Und eigentlich die Vorteile sehen, dass wir Mensch sind, dass wir unsere verhaltenspsychologischen Eigenarten haben und das schätzen lernen. Das ist eine sehr schöne Sache. Und ja, für mich persönlich natürlich.
wenn ich das in Vorträgen und durch solche Möglichkeiten dann schon weiter verbreiten kann, das wäre natürlich eine ganz tolle Sache. Und jetzt natürlich, das ist meine Frage. Ja, und dann, wenn wir zum Prinzessinnen-Geburtstag für deinen Sohn kommen, dann reden wir nochmal neu drüber, wen wir da einladen. Ja. Da will ich dann Ehrengast sein. Ja. Ja. Der Opa dann bis dahin. Wie alt ist er jetzt? 7, 9? Wer war der 7-Jährige? Der Burg, ja? Also dann, das wäre dann in 8, 9 Jahren? Okay. Ja, ja, da muss ich ganz stark sowieso. Aber ich sage nur, da wäre dann Probe auf Exempel. Da kann ich sagen, damals, mein Lieber, damals, Terre, ja, von wegen. In diesem Sinne, lieber Kisha, ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, für die tollen Tipps, die du und meinen Zuschauern, unseren Zuschauern daheim mitgeben hast können. Und ich lege denen auch gerne noch einmal das Buch an die Hand, wo sie sich zumindest einiger dieser Ideen noch einmal genauer nachlesen können und dich auch gerne mal im Seminar besuchen dürfen sowieso. Und wenn Fragen sind oder Rückmeldungen, lieben gerne Posts an mich schreiben, an den Kisha schreiben. Wir freuen uns gerne über Rückmeldungen. In diesem Sinne, alles Liebe. Danke. Hat viel, viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Das ist auch eine tolle Plattform, einfach mal so längere Zeit das alles zu erzählen. Das ist ein Vortrag, ist ja eine Geschichte, aber dann steht man, alle hören zu, nach einer Stunde werden sie dann müde, aber so ein Dialog ist eine ganz tolle Sache. Danke dir für die Gelegenheit, auch das, was mir im Herzen liegt. Mal eben gerne. Sehr, sehr schön. Okay, tschüss, alles Gute, bis dann. Ne? Tschüss.